So, dann muss ich die Karte gucken, nochmal bestätigen, aber ja, der ist ja ganz drüben. Und dann machen wir uns auf den Weg nach da drüben. Wenn wir dann noch nicht alle Goldboards haben, uns fehlt noch genau einer. Wenn der dort nicht ist, dann werden wir den noch kurz nachgucken und dann machen wir uns auf den Weg zum Finale. Moment mal, das war doof. Kommt er nicht hoch? Jetzt mussten wir doch nochmal sterben. Und jetzt kommt auch nochmal so eine Reihe hier. Boah, wir hätten sie jetzt auch einfach beenden können, aber nein. Es muss hier nochmal extra kompliziert sein. Ach, da sind sie ja. Ist die Haupttodesursache bei dummen Aliens von 18 bis 55? Wir müssen dazu kommen. Ja, so Tiere werden die dann sicher da drüben schon erledigen. Und das war's sogar schon mit dieser Phase. Sehr schön. Dann packen wir noch ein Ding hin. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg da durch. Und dann, wie gesagt, fehlt uns nur noch ein einziger Goldboat. Wir können uns schon ins Finale stürzen. Da habe ich das Wörtchen, denke ich, einfach mal in einer Aufnahmesession durchgeballert. Wie gesagt, kürzer war nur Q-Force. Nicht Q-Force, das ist ja Q-Force. Quest for Poofy. Also alle Menschen, die mit Q anfangen, heißen wohl, dass sie kurz sind. Kannst nichts. Kannst einfach nichts. Oh, jetzt kommt wieder ein scheiß Transporter. Das ist doch so ein Kotz. Sind magenlos. Das war echt knapp. Ist das hier oben? Haben sie da Gegner hinter? Okay, das muss ich erstmal. Das kann kaputt ballern. Oh Mann, muss mir gerade jetzt die Munition ausgeben. Muss da jetzt eigentlich hin? Muss jetzt eigentlich noch zum Schiff? Scheiße. Munition gefunden! Kommt schon scheiß auf alles einfach hier durch. Scheiße, sind so viele Gegner. Ich dachte, jetzt ist noch schnell und das letzte Ding, dann kann ich ja wieder weg. Kann ich auch. Scheiß drauf, einmal da drauf ballern. Nochmal da drauf ballern und weg hier. Lokale Wetterstörungen neutralisiert. Ja, ja, jetzt lass uns zurück. Wir können das Zusammensetzen des Formatierungsgeräts einleiten. Okay. Wir haben sie irgendwie überlebt. Erledigt! So, rüber auf die andere Seite. Hier brauchen wir auf jeden Fall Schutzdingens. Bevor wir da hier gleich was einleiten, aber bevor wir hier gleich was einleiten, brauchen wir natürlich auch erstmal den Goldboard. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der auf der anderen Seite ist, wo der Spurwechsel gegangen ist. Das ist nämlich oft so bei den Richard Flick gewesen, dass der letzte Goldboard dann noch kurz vorm Finalkampf war. So, Zorkon. Keine Angst, Weg 0. Mr. Zorkon beschützt dich. Wir ballern jetzt einfach mal drauf. Und Treupunkt. Warte, ich will hier was Neues bauen. Was
Base bauen. Und wir müssen noch ein letztes Mal in die Lösung gucken für den letzten Goldboot, damit ich mir auch auf Nummer sicher gehen kann. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der da drüben sein könnte. Also. Im Ebaro-Schneesturm gibt es Goldboats wo? Wo gibt es Goldboats? Zeig sie mir. Boah, Seite Neuland. So, ja, den hatten wir. Nächsten bitte. Ja. Ja, den hatten wir auch. Nächsten bitte. Ah, wo ist der? Da muss der da lang und dann da. Ja, den haben wir auch. Der ist ja auch fast nicht zu übersehen. Egal, ich kann mir gut vorstellen, dass der da hinten ist, wo der Schneesturm weggegangen ist. Kann aber auch sein, dass der woanders ist. Deswegen gucke ich mir das jetzt lieber nochmal an. Aber so wie ich das Video kenne, wird das eh wieder der letzte sein, der hier gezeigt wird. Nummer 4 ist... der, ja, bei den Grinding-Schienen, den hatten wir auch schon. Es ist tatsächlich der 5. So. Dann nochmal umdrehen, das Ding holen. Ja, das haben wir schon selbst gemacht. Wo ist Nummer 5? Zeig es mir. Zeig es mir. Los, mach hin. Nummer 5 ist... Doch da. Wusste ich doch. Wir hatten eben nur keine Zeit, uns umzugucken, weil dann dieser blöde, verkackte Drecksmist kam. Oh, den hätte ich aber trotzdem nicht gesehen. Den hätte ich nicht gesehen. Gut, dass ich da die Lösung habe. Den hätte ich nicht gesehen. Naja, gut, dass ich das habe. Weiter. Den hätte ich bestimmt, finde ich, offscreen, wenn ich diese Lösung nicht gehabt hätte, hätte ich halt offscreen gesucht, ne? Aber da hätte ich wirklich ewig suchen können. Den hätte ich bestimmt früher oder später gesehen. Irgendwie. Cool, mehr Munition. Aber es hätte halt schon lange gedauert. Der ist nämlich da oben drauf. Gut, den kann man sehen, wenn man hier hochläuft, aber wie gesagt, der ist eben sehr eilig. Weil hier dann diese blöde Dreckskacke kam. Genau in dem Moment, in dem wir hier hochgelaufen sind, kam ja die neue Phase hin. Mal aus Rache hier alle töten, weil wir die eben nicht töten konnten. So, und dann müssen wir nur noch zu dem darüber. Schaffen wir das? Nummer sicher. Nummer sicher heißt, wir fallen runter. Jetzt mach hin, wir haben nicht ewig Zeit. Bevor die nächste Phase kommt. Ach, da ist eine unsichtbare Wand, natürlich. Warum auch nicht? Machen wir da eine unsichtbare Wand hin? Jawoll. Ein Goldboot. Wir haben alle Goldboots des Spiels. So. Haben wir alle Goldboots des Spiels? 20 Stück, sieht so aus. Wir könnten es jetzt sogar mit der Zeitherausforderung hinbekommen. 10 Minuten haben wir noch Zeit. Na gut, es kommt aber noch ein ganzer Endboss-Fight. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Verteidige die Basis während des Aufbaus des Formationsgerätes. Warnung! Schwerer Angriff wurde gestartet. Gegnerischer Transporter im Anflug. Schwerer Angriff. Bauen wir hier noch einen Besserturm hin. Machen dann hier vorne einfach noch eine normale Barriere. So. Wer hat die Angst vor einem Lombax? Wer hat Angst vor einem Lombax, Mann? So weit, so gut. Ah.
Dann konnten wir alles verteidigen. Wir machen uns wieder keine Türen kaputt hier. Voll Spacken. Keine Türme kaputt machen. Kommt hier gleich schon mal entgegen hier. Ist ja gar nicht, dass ich die Idee komme, Türme kaputt machen zu wollen. Okay, jetzt dürfen die hier einen Turm kaputt machen, denn jetzt haben wir Wichtigeres zu tun auf der anderen Seite. Jetzt kommt hier nämlich unser großer Freund. Die werden das mal so bekämpfen müssen. Sehr schön. So, wollen wir hier noch unsere Turm hin. Jetzt hängt er nicht fest. Lauf. So. Dass ich hier noch Verstärkungen gebaut habe. Jetzt kommen die nämlich alle hier. Wie spät ist es? Mein Schatz, es schlägt 13. Ab auf die andere Seite. Und auch hier nochmal schön drauf ballern. Einmal, zweimal, dreimal und weg. Einmal, zweimal, sofort neu rufen, andere Waffe wählen und drauf. So, dann starten wir mal. Einmal und nochmal und noch ein Schuss. Schön alles drauf aggressorieren, was wir so haben. Granaten drauf. Und tschüss. Habe neue Munition. Können wir mehr Verteidigung bauen? Zum Beispiel hier wieder so ein Ding. Und da dann wieder so ein Ding. Okay, zur anderen Seite. Gegner am Boot. Munition. Oh. Und weiter geht's. Jetzt gibt's hier auch gleich mal wieder was. So, da kommt wieder ein größeres Ding. Wahrscheinlich jetzt hier mal die große Finalabwehrschlacht sein, deswegen machen sie wahrscheinlich auch hier die längste und so weiter und so fort. Aber die war jetzt bislang nicht wirklich anspruchsvoll. So. Und ich glaube, über auf die andere Seite. Euch dann nochmal wegballern. Und da kommt doch ein Panzer. Na, endlich mal. Den hat ich ja nur gehofft.
Ich habe nur gewartet. Jetzt haben wir zwar keine Klingen, aber wir müssen unsere andere Waffen gegen ihn ausreichen. Das noch drauf und das noch drauf und ey, das noch drauf und dann hier weitermachen. Macht ja auch schön Schaden. Naja, der Panzer kann uns nichts. Wenn unsere Raketen gleich noch mit draufballern. Der ist nicht am Q-Fast-Syndrom, der ist kaputt. Oh, noch ein anderer, okay. Munition gefunden. Das ist durchaus schon anspruchsvoller. Das freut mich aber auch. Ich hätte schon gehofft, ich hätte schon gedacht, das wird zu einfach so. Okay, hier hin. Oh, jetzt kommt auf der anderen Seite auch noch so ein Viech. Okay, jetzt kann es wirklich anspruchsvoll werden. Also erstmal hier alles davon draufballern. Der ist schön breit, dass wir treffen den da wirklich mit jedem Schuss. Panzer immer weiter draufhalten. Oh Mann, muss mir gerade jetzt die Munition. Ich kann mir vorstellen, dass das auch das Finale sein wird jetzt. Panzer auf der einen Seite, das komische Fluggeschütz auf der anderen Seite. Panzer fährt einfach durch mit unserer Abwehr. Scheißegal. Aber uns ist das auch egal, denn der Panzer ist jetzt gleich down. Ja. Jetzt nur noch den Rest hier. Kontrollpunkt, damit wir etwas geschafft haben. Formatierungsgerät bereit zum Einsatz. Bitte zum Planetensicherheitszentrum bringen. Ach, das ist das Formatierungsgerät. Okay. Das ist zum Planetensicherheitszentrum. Sicherheitsgerät machen wir ja schon mal. Oh Mann. Jetzt müssen wir das hier durch die Gegnerhorden durchlotsen oder was? Gefahr. Formatierungsgerät wird angegriffen. Oh oh. Warnung. Formatierungsgerät beschädigt. Erwischt. Was ist beschädigt? Ich hab volles Leben. Ja, weiter geht's. Komm, Formatierungsgerät. Warte, was ist unsere Zeit? Jetzt werden wir wohl nicht mehr in der Zielzeit schaffen. Also, wenn man hier keine Goldboards suchen muss, dann kann man das natürlich auch wesentlich schneller angehen alles. Gefahr. Formatierungsgerät wird angegriffen. Das wird nicht angegriffen. Cool, mehr Munition. Ja. Das kaputt ballern. Das kaputt ballern. Passt doch alles. Nach Momatiri. Weiter geht's. Hier noch ein letzter Fight. Okay, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Dönerschlag. Der nächste Kontrollpunkt.
Autobahn bekommst du natürlich mit. Hier gibt es nicht umsonst nochmal viel Munition. Ich denke, hier wird tatsächlich der Endboss weiter auf uns warten. Oder? Oder nochmal einfach ein heftiger, normaler Fight. Das ist nochmal eine kleine Schicht, aber deswegen wird es jetzt nochmal so viel Munition geben. Komm, wenn du das beschädigt nennst. Ich sehe dann nur, dass es noch volles Leben hat. Geht drauf! Panzer! Na sicher! Machen wir mal eben einen Panzerplatt, kein Problem! Kommt nicht zum Formatierungsgerät, nein! Natürlich kommt er zum Formatierungsgerät! Und dann schnell mal draufballern, ne? Der aber nicht die Hälfte abgezogen, wenn gleich noch ein Panzer kommt, ist das nicht das Problem. Also ich dachte, es kommt gar kein anderer Panzer mehr. Soll mir auch recht sein. Verzieht euch alle! Warnung. Formatierungsgerät beschädigt. Ist jetzt nochmal so viel Munition? Weil jetzt der Endboss-Fight wartet. Das Formatierungsgerät ist im Planetensicherheitszentrum. Jetzt müssen wir das Gerät verteidigen und hier können wir nochmal Sachen bauen. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich Geld gespart, verdammte Scheiße. Den dritten Aggressorturm baue ich mir, wenn ich noch Geld habe. Die 200 kriege ich jetzt natürlich auch noch recht schnell zusammen. Auch noch Sachen bauen. Scheiße, ey. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich das ganze Geld doch gespart von unserem Lager. Wir hätten in meinem Lager noch 4-5 Türme zu viel. Hätte ich das aktivieren müssen, wenn wir starten? Achso, ja, hätte ich. Während des Countdowns beschützen, mache ich gerne. Und tschüss. Da unten läuft der Countdown. Munition gefunden. Warnung, Formatierungsgerät beschädigt. Bis der Zukunft braucht keine Wurms mehr. Ach du Scheiße, was willst du denn von uns? Nein, nicht runterfallen! Jetzt werde ich das verkackte Formatierungsgerät angreifen. Nur auf uns. Keinen anderen transportieren, bitte. Alter, lass das Ding in Ruhe. Aber die Zeit läuft recht gut gerade. Nur 40 Sekunden. Wenn wir hier verteidigen müssen. Wenn die Munition natürlich langsam knapp wird. Und unser Leben auch. Scheiße, ich muss hier weg. Jetzt
Leben ist da ganz hinten. Fick die Drecksscheiße, jetzt aber schnell wieder nach oben. Warnung. Formatierungsgerät beschädigt. Gefahr. Formatierungsgerät wird angegriffen. Kritische Warnung. Das Formatierungsgerät in Frieden. Was geschafft? Yes. Formatierung abgeschlossen. Zurück kein Problem. Zum Raumschiff Phoenix 2 zur Missionsbesprechung. Gibt es dann noch eine Welt? Ich habe gelesen, dass es genau 4 Welten gibt. Ein junger Zurgo und noch irgendwas, was ich eben nicht gelesen habe. Förderung verfügbar. Einen Generator haben wir leider ganz früh verloren. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Zurück zu Phoenix. Gibt es jetzt noch ein Level oder was ist jetzt? Oder kommt jetzt Endsequenz? Ich hätte jetzt einen Endboss-Fight erwartet, eben gerade beim Formatierungsgerät. Okay, dann gibt es natürlich doch noch ein Versteck. Noch einen Planeten. Aber dort gibt es keine Goldboats mehr. Zurgos Versteck des Verderbens. Diese verfallene barische Tempel dient nun als Stützpunkt für die kriminellen Machenschaften und Blogbeiträge von Stuart Zurgo. Nur Level abschließen. Es gibt keine Generatoren, es gibt keine Goldboats, es gibt keine Zeitvorgaben. Deswegen also auch der 13. Die 13. Medaille, die man haben kann. Halt 3 Medaillen pro Level und eine extra für den Endboss-Fight oder was? Oder ist es doch ein ganzes Level? Ich weiß es nicht. Wir sehen es ja gleich. Kann auch sein, dass es einfach nur ein Einzellevel für den Endboss-Fight ist. Zurgos Versteck des Verderbens. Mal sehen, inwiefern wir jetzt Waffen bekommen. Wo wir kommen. Energiequelle im Ibarianischen Tempel entdeckt. Okay, es gibt einige Waffen hier am Anfang. Ich wette, dass sich Zurgo dort versteckt. Ich sag doch, ich verstecke mich nicht. Zurgo. Komm rein und lass uns das in einem fairen Kampf klären. Also wie er lacht, wird das wohl doch kein ganz fairer Kampf. Was nehmen wir jetzt? Munitionslimit, der hat natürlich mehr Munition, ne? Ja, mach dafür den. Wir nehmen das Ding. Wir nehmen die Kreisklinge. Das ist ein Fall. Gegner am Boden. Gleich mal die nächste Munition schnappen hier. So. 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 Oder auf jeden Fall das Vieh. Wo geht denn her? Der Schall-Eruptor kann nämlich auch einiges. Zurgon am besten noch, wenn wir den kriegen können. Hier kriegen wir erstmal einen Vermittler. So. Naja, Aggressor natürlich, Vermittler. Ist dieselbe Waffe, nur mit einem anderen Namen aus einem anderen Spiel. Also auch aus Ratchet & Clank, aber aus einem anderen Ratchet & Clank. Okay. Dann gibt es die nächste starke Waffe, das müsste dann der... Pyrogener Detonator in Umgebung. Elektro... nicht der Elektro, der... Empfehle Ortung und Entschärfung. Granatenwerfer-Dingens da. Q-Force-Mission scheitert. Entschärfung? Wenn Detonator nicht entschärft wird.
4 Minuten Zeit für entschärfen. Sollte kein Problem sein.